So, da sind wir wieder. Wir können noch mal gucken. Jave, hatten wir jetzt ihr die Schriftrolle gegeben oder noch nicht? Nee, noch nicht. So, damit kann sie sich heilen. Könnte sie eigentlich jetzt gleich machen, um ehrlich zu sein. Bevor wir in den Kampf gehen. State your desire. Achso, so war's. Anik, öffne. So. Sind wir wieder alle voll da. Dann können wir eigentlich direkt weiter in den Audienzsaal. Nicht eingesammelte Beute. Wenn du einen Ort verlässt, kannst du dir ansehen, welche Beute du von besiegten Gegnern noch nicht eingesammelt hast. Und du kannst entscheiden, ob du sie noch mitnehmen oder zurücklassen möchtest. Beute aus anderen Quellen wie Pflanzentruhen und Verstecken muss manuell eingesammelt werden. Okay, da war so noch ein Dolch übrig. Die blöde Katze hat den Fisch nicht gefressen. Den nehmen wir mit, der ist nämlich 10 Goldmünzen wert. Sie für ein Zeug fressen. Da ist der Button für gehen. Verstärkung ist schon unterwegs. Sprecht ein letztes Gebet, Abschaum. Wir können Pause machen. Wir haben unsere UI wiederbekommen, da habe ich es gleich ausgenutzt. So, die Schwertfürstin, die hat auch ein Duellschwert, ne? So gehört sich das. Ein flammendes allerdings. Die ist ja so cool, die nimmt es hier mit dem Frostriesen im Zweikampf auf. Der hat noch einen Gefährten. Edzwanki Kiek oder so. Und sie haben sowas um sich wie so ein Bannkreis. Ich weiß nicht, ob die drei hier das verursachen. Ob die einsperren mit dem Eisriesen oder ob die versuchen, diese Barriere zu brechen. Damit diese ganzen Assassinen, die hier rumstehen und sich einen ablachen, da rein können. Wir sollten die so schnell wie möglich ausschalten. So, die haben uns, glaube ich, noch nicht bemerkt. Deshalb können wir uns noch boosten. Wir haben noch diesen Trank, der uns groß macht. Den nehmen wir mal. Anything is possible. Wenn die jetzt lossingt, hören die uns sofort. Das ist keine so gute Idee. Aber... I always have a second plan. Aber eben auch nicht. Ask. Ask. Na gut, ich orske dich. Und zwar ein Schild des Glaubens an ihn. Ja, zerschörerische Schlag... Zerschörerisch. Kann erstmal warten. Zielsicherer Schlag ist auch echt gut. Ach, persönlich ist das. Ach so. Ja, dann kannst du es aber auch machen. Das ist kein Problem. Don't hesitate. Dann warten wir erstmal, bis die drei fertig sind. So. Und dann gucken wir, was wir noch für Boosts haben. What troubles you? Die hat eher so Schadenszauber. I don't tolerate fools. Sowieso. Share your will. Sie kann noch jemanden besonders schnell machen. Das können wir auch noch auf uns legen. Denke ich mir. Und den Segen. Wir gehen mal ganz sicher. Achso, der zielsichere Schlag, der ist jetzt eventuell schon fast verschwendet. Aber wir können dann auch mal den Kampf beginnen. Wir sind genug geboostet. Er kann da direkt drauf stürmen. You have my attention.
Ob sie das jetzt macht oder nicht, weiß ich nicht. Du darfst dann auch lossingen, Lindsay, und... Er greift mal den Magier an, ab sofort. Yes, I'm still here. Sie kann einschüchtern, weil sie ja nicht so gut angreifen kann jetzt. Und los geht's. So, Initiative Würfe. Wer von uns hat die... Ui. Die niedrigste Initiative hat Valerie, glaube ich. Ich könnte ja einstellen, dass wir nach jeder Runde automatisch eine Pause bekommen für neue Befehle, aber ich gucke einfach mal, wann Valerie gehandelt hat. Das dürfte auch gehen. Hallo? Meine Fresse. Okay, das ging ganz gut. Wir müssen die Magie-Anwender ausschalten. Daher Sturmangriff auf ihn hier und auf ihn hier auch. Aaron kann sich den vornehmen. Zielsicherer Schlag ist schon nicht mehr aktiv. Das heißt, ach, wir können auch das Verderben bringen. Dann sind die alle ein bisschen debufft. Hatsushu steht ein bisschen gefährlich weit vorne. Irgendwas wollte ich noch machen. Ach, der Inquisitor. So, was nehmen wir denn für ein Urteil? Vernichtung? Bonus auf Schaden. Heilung. Regeneriert sie. Angriffswürfe, Konzentrationswürfe auf Zauber, Schutz, Reinheit, Reinheit, Schutz gegen Zustände, das ist gar nicht mal so schlecht. Machen wir das mal. Achso, sie muss ja noch einen Angst einjagen. Die Lindsay kann jetzt eigentlich auch noch mal hier rumschreien. So, Moment. Sollen wir eigentlich wieder defensiv kämpfen? Ach, machen wir schon die ganze Zeit. Na, ist schon besser, denke ich. Auf der anderen Seite haben wir so viel Zauber auf uns liegen. Scheiß drauf. Wir kämpfen offensiv. Takucho, wo bist du? Ach, da. Wenn er sich hierhin bewegt, kann er auch brennende Hände zaubern. Wäre mal was. Oh, Amiri ist ja da. Die hilft uns wohl. Steht jetzt zwar leider mitten im Zauber, aber naja. Aaron geht's nicht so gut, sehe ich gerade. Hat er noch Heilung? Ja. Meine Fresse. Hat irgendwie Schaden gemacht, nehme ich an. Ich sehe gar nichts da hinten. So, wir müssen die Caster down kriegen. Mit allen Mitteln. Geh mal da raus, Hakucho. Jetzt schnapp dir den schon auf Entfernen. Hat geklappt. Jetzt haben wir nur noch den Anführer. Amiri wurde in die Flucht geschlagen, glaube ich. Die hat wohl Angst. Wer hat noch Angst? Valerie ist jetzt wieder hier. Schüchter den mal ein für uns.
Sho kann jetzt das magische Geschoss auch auf die casten. So. Das wär's gewesen. Was habt ihr davon, ihr Idioten? Erastil sei gepriesen. Wir haben es geschafft. Das war's. Dann zählen wir mal unsere Verluste. Oh, sie hat den Frostriesen gekrittet zum Schluss. Anscheinend. Gut, die Heiltränke und so haben wir gar nicht so richtig gebraucht, ne? Wir waren gut auf den Kampf vorbereitet. Das ist schon mal die halbe Miete. Wir haben Armschienen, die sind nicht identifiziert, die sind wahrscheinlich magisch. Trank Rindenhaut, praktisch. Ein Alchemistenfeuer. Und zwei Säurefiolen sogar. Das sind so Wurfwaffen. Was haben wir hier noch? Achso, waren wir schon. Was habt ihr noch dabei? Habt ihr noch was? Sonst da liegt wohl noch was rum. Nee, war schon. Und der Frostriese hat, glaube ich, noch was dabei. Mhm. The road awaits. So, dann sprechen wir mal vielleicht erstmal Ispunky Krieg an. Eine beispiellose Gräueltat. Denkt an meine Worte. Wir finden den Drahtzieher. Thank you for your valor and bravery. The enemy was strong, but you were stronger. And that means I made the right choice. Just as I thought, there were worthy leaders among you. I'm especially grateful to them for the courage and common sense they showed while defending the mansion. But this attack means we have even less time than I thought. Someone already knows of our plans and is acting against us. You'll begin your expedition immediately. Jetzt noch mal ganz kurz. Ich fand die Musik gerade im Kampf richtig schön episch. Hab ich sehr genossen, muss ich sagen. Wir haben uns auch echt gut geschlagen. Aber ne, die Vorbereitung macht's. Wir haben uns am Anfang schön Buffs reingehauen und dann ging's gut. So, als Jamandi wieder zu Atem kommt, lässt sie ihren Blick über den verwüsteten Bankettsaal schweifen und grüßt die Überlebenden. Danke für eure Tapferkeit und euren Mut. Der Feind war stark, doch wir waren stärker. Und das heißt, ich habe die richtige Wahl getroffen. Wie ich es mir dachte, waren würdige Anführer unter euch. Ben Stormrider und Hatucho, um genau zu sein. Ihnen danke ich besonders für die Tapferkeit und Besonnenheit, die Sie bei der Verteidigung des Anwesens gezeigt haben. Allerdings bedeutet dieser Angriff, dass wir noch weniger Zeit haben, als ich dachte. Jemand weiß bereits von unseren Plänen und versucht, sie zu durchkreuzen. Ihr werdet umgehend zu eurer Expedition aufbrechen. Lady Aldori, please, I know who arranged this attack. The vile king of Pitax, Iroveti. What's more, I know who among us works for him. Hey, you! Show everyone the ring you're wearing! You think I wouldn't recognize Iroveti's seal? That's why he wasn't killed. The bandits recognized him as one of their own by this signet ring. Lady Aldori, bitte! Ich weiß, wer hinter diesem Angriff steckt. Der niederträchtige König von Pitax, Iroveti. Und ich weiß auch, wer der hier Anwesenden für ihn arbeitet. Nach einer dramatischen Pause deutet Hatucho mit dem Finger auf dich. Ben Stormrider, zeigt allen den Ring, den ihr tragt. Dachtet ihr, ich würde Irovetis Siegel nicht erkennen? Deswegen wurde er nicht getötet. Die Banditen haben ihn an diesem Siegelring als eine der ihren erkannt. Ja, was Pitax angeht, nachdem es lange Zeit als Zufluchtsort für Diebe und Schmuggler diente, ist Pitax inzwischen ein bedeutender Handelsplatz in den Flusskönigreichen. Es strebt außerdem danach, ein Zentrum der Kultur und Bildung zu werden, kann seinen zwielichtigen Ursprüngen jedoch nicht entkommen. Ja, und die Geschichte am Anfang, wo Jethil sagte, Schurken sind auch schon Könige geworden, auf Pitax trifft das nämlich genau zu. So. Wir haben Weltwissen als Klassenfertigkeit und uns ist bereits schon ein erfolgreicher Wurf darauf gelungen. Deswegen können wir sagen,
Ich habe keine Verbindung nach Pitax. Aber Tartuchos Namen, seinem Akzent und seinen Gewändern nachzuurteilen, stammt er von dort. Wer von uns sieht eher wie ein Spion von Eruvetti aus? Probably, yes. But this evidence is circumstantial at best. Vermutlich ja, aber dieser Beweis ist bestenfalls ein Indiz. There's definitely a spy among us. But who? All I have is one word against another. I'm afraid you're both under suspicion. Unter uns ist definitiv ein Spion, aber wer? Tartuccio oder Ben Stormrider? Im Moment steht Aussage gegen Aussage. Ich fürchte, ihr steht beide unter Verdacht. I bet my life despise anyone but this man. I saw how he dealt with those creeps with my own eyes. A true warrior. I'd go with him through hell and high water. This purple crook, on the other hand, he's got the eyes of a spy and the mug of a spy. Amiri tritt voll für uns ein. Ich wette mein Leben, dass Ben Stormrider gewiss kein Spion ist. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie er mit diesem Gesindel umgesprungen ist. Wie ein wahrer Krieger. Ich werde für ihn durchs Feuer gehen oder durch hohes Wasser. Diese violette Halunke allerdings. Amiri spuckt angewidert auf den Boden. Er hat die Augen eines Spions. Und die Visage eines Spions. Lady Eldori, don't listen to this thick-headed barbarian. She doesn't know what she's talking about. During the attack, our leader showed his true colors. He forced us to break into the armory and rob it. Lady Eldori, hört nicht auf diese starrköpfige Barbarin. Sie weiß nicht, was sie da redet. Während des Angriffs hat Ben Stormrider sein wahres Gesicht gezeigt. Er hat uns gezwungen, in die Rüstkammer reinzudringen und euch zu bestehlen. And not just that. Upon finding the guard's salaries in the armory, he immediately pocketed it all. Und nicht nur das. Als wir in der Rüstkammer den Sold der Wachen fanden, hat er sich sofort die Tassen gefühlt. Also die Taschen, nicht die Tassen. Und es war ja klar, dass das noch schlimme Folgen haben würde. Moralische Entscheidungen. Manchmal muss dein Charakter schwierige Entscheidungen treffen, bei denen sein Gewissen oder dessen Mangel gefragt sind. Solche Entscheidungen beeinflussen die Gesinnung des Charakters, sodass er Stück für Stück in Richtung gut oder böse bzw. rechtschaffen oder chaotisch schwingt. Manche Dialoge verfügen über spezielle Optionen, die nur für Charaktere mit bestimmten Gesinnungen verfügbar sind. Ja. Und deswegen habe ich auch unseren Charakter am Anfang neutral gemacht. Ich wollte einfach mal gucken mit meinen Entscheidungen, in welche Richtung ich da jetzt komme. Aber es kann sein, dass wir deswegen jetzt bestimmte Sachen nicht haben. Na, vielleicht haben wir nur neutrale Optionen. Wir haben hier rechtschaffen neutral eine Antwort und eine chaotisch neutral. Chaotisch ist ganz schön frech. Da sagen wir, die Wachen haben eine Lektion verdient, weil die nichts gemacht haben. Aber wir antworten natürlich rechtschaffen neutral und sagen, wir hatten nicht vor, das Geld zu stehlen. Wir wollten es nur vor den Banditen in Sicherheit bringen. Das war ja auch so. Considering the circumstances, that was more than reasonable. Und unser Diplomatiewurf war auch erfolgreich. Und die Jamandi sagt, angesichts der Umstände war das mehr als vernünftig. That was a sound decision. Sometimes one must act at one's own risk and peril until crossing the boundaries of what is allowed. Showing initiative is no crime. Boah, die Valerie ist echt hübsch, ne? Guckt euch mal das Gesicht an. Das war eine vernünftige Entscheidung. Manchmal muss man auf eigene Gefahr handeln. Solange man die Grenzen des Erlaubten einhält, ist Eigeninitiative kein Verbrechen. Well, of course, theft is not to be condoned. However, when the fire burns around you and you are but one step away from death, is it not insane to worry about laws and rules? Diebstahl ist natürlich unverzeihlich. Aber wenn man inmitten von Flammen an der Stelle des Todes steht, ist es da nicht irrsinnig, sich über Gesetze und Regeln Gedanken zu machen? Ja, da hat er auch irgendwie recht, der Aaron.